dem Weg zur Weltmeisterschaft sind wir immer noch. Jetzt war das Abschlusstraining heute bei Mareike Harm auf der Anlage. Ja. Nach deinem Unfall. Wir wollen erstmal zuerst von dir wissen, was ist mit deiner Wunde passiert? Ist es besser geworden? Was sagt der Arzt? Ja, also das CT hat ergeben, dass nichts gebrochen ist, Gott sei Dank. Und ja, dann hoffe ich, dass ich nächstes Wochenende fit bin für Chablis. Wir sind auf dem Wege dahin, du bist auf dem Wege dahin. Das letzte Training war heute hier mit Mareike Harm auf der Anlage. Ihr habt Kegelfahren trainiert. Ja. Wie war's? Ja, ich mache das relativ regelmäßig mit Mareike. Wir haben uns sehr regelmäßig getroffen, was immer ja schwierig auch ist, weil sie viel unterwegs ist, wir viel unterwegs sind. Ich bin der Meinung, dass es deutlich besser geworden ist jetzt nochmal in den letzten 3-4 Wochen. Bin sehr zufrieden. Krümel ist halt einfach sehr intelligent. Das heißt, wir müssen wirklich jedes Mal einen anderen Kegelparcours fahren. Gut, wieder geradeaus fahren und den anderen Zirkel. Auf der rechten Hand bleiben. Gerade. Jawohl. Und früh genug wenden. War das heute noch mal ein normales Training oder schon abgestimmt auf das, was euch in Chablis erwartet? Wir haben heute den Parcours noch mal ein bisschen darauf verändert, wo meine Klippen sind, so, wenn ich Fehler mache im Kegelparcours. Das heißt, es war jetzt ein Kegelparcours, der sehr viele Wendungen hatte, wenig Potenzial gab, um mal vorwärts zu fahren, sondern immer wieder kurz rum, nicht zu weit rauszufahren nach dem Kegel, dass die Bögen kurz bleiben, um da auch wieder Zeit zu sparen, ihn schnell wieder gerade gerichtet zu bekommen. Ich fühle mich gut vorbereitet. Von hier aus geht der Weg, das wollte ich gerade fragen, von hier aus geht der Weg direkt nach Chablis mit einer Übernachtung, hast du erzählt. Mit welchem Gefühl fährst du jetzt los? Letztes Training heute? Ich habe die Qualifikation eigentlich immer so gefahren mit dem Hintergedanken, dabei sein ist alles und es ist einfach toll, überhaupt auf diesem Niveau fahren zu dürfen, ein Team hinter mir zu haben, was mir das ermöglicht, ein derartig leistungsstarkes Pferd zu haben, was mir das ermöglicht. Und wir haben das immer die Olympiade genannt, weil das ist ja immer so olympischer Gedanke, dabei sein ist alles. Und wir machen das so weiter. Natürlich weiß ich, was von mir erwartet wird in Chablis. Ich versuche aber diesen Druck nicht an mich ranzulassen und einfach das so zu machen, dass ich natürlich auch was riskiere, aber nicht zu viel riskiere. Und das größte Ziel ist immer, heil wieder nach Hause zu kommen und natürlich eine möglichst gute Leistung abzugeben.